So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rahms ist der Dicke. Eine neue Folge Rahms ist Kitchen. Ich habe hier eine Flasche, wo ich gar nicht weiß, was das ist. Das wollen wir heute mal testen. Ich weiß auch nicht mal, wo das herkommt. Ich werde das in diesem Weinglas testen, denn ich möchte gerade noch eine Pizza dinieren. Und da dachte ich, ein Glas Wein passt da gut dazu. Das ist aber kein Wein. Das ist, ich weiß nicht, was es ist. Es ist auf jeden Fall in so einem... Bubsi hat das mal im Internet bestellt, als sie so Nudeln bestellt hat und andere komische Köstlichkeiten. Es ist eine grüne Flasche, es ist was Alkoholisches. Es hat 13% voll und hier sind Erdbeeren drauf. Und was noch lustiger ist, hier vorne ist ein Frosch. Seht ihr diesen Frosch? Dieser Frosch sieht total toll aus, voll sweet. Ich muss aber mal ein Stück weiter zurück, dass man den sieht. Und es ist, wie heißt's, imported, aha, Produkt von Korea, since 1924, Shinro Strawberry. Achso, der Frosch ist außerdem nochmal hier unten, grün mit dem dicken Bauch und mit dem Trinkröhrchen. Was das genau ist, weiß ich also nicht, irgendwas mit Erdbeergeschmack aus Südkorea und mit Alkohol, das machen wir jetzt einfach mal hier auf. Diese Bottle wird also eine kleine Folge, wenn ihr Shinro kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Was ist denn das für ein Deckel? Also, damit das nicht abgeht oder so. Ach, keine Ahnung. Das ist Schmutz, das kommt weg und das füllen wir jetzt mal hier ein. So, es ist auch nicht rosa. Es ist einfach ein super geniales Glas, was halt doch aussieht wie Wein. Wie Weinwasser am besten. Wer kennt es nicht, das Weinwasser? Da ist halt der Deckel runtergeschmissen. Warte mal, brauchen wir den? Oh, Junge, fürs Thumbnail vielleicht. Halt mal den mal rein und heute ist das beste Wetter. Es ist ziemlich düster, es ist bewölkt, aber die Sonne knallt nicht so. Du kannst hier sitzen, ohne zu schwitzen und das ist das Beste, was passieren kann. Das ist Shinro Strawberry. Das probieren wir jetzt, um zu schauen, wie das schmeckt. Es riecht auf jeden Fall schon sehr fruchtig. Es riecht mega fruchtig. Es riecht so extrem nach Erdbeeren gerade. Boah, das riecht wie Erdbeerschnüre. Ihr kennt doch bestimmt alle Gummischnüre, ja, wo es Apfel, Erdbeer und manchmal auch Cola gab. Und genauso extrem, diesen extrem aufdringlichen Erdbeergeruch von den Gummischnüren, so riecht dieses Getränk in diesem Glas. Leider riecht es besser, als es schmeckt. Es riecht nämlich mega angenehm, fruchtig und lecker. Und dann kommst du, probierst, da ist es plötzlich mega künstlich, total bitter auf einmal. Du merkst auch direkt den Alkohol, also 13%. Ich hätte jetzt hier mit 30% gerechnet, so wie sich da das ganze Gesicht zusammenzieht. Also schön den Abend ausklingen lassen zu einem Gläschen Shinro. Wieso nicht? Den Shinro, die macht Ramses froh mit Frosch drauf. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Nein, das werde ich nicht auf Ex trinken. Obwohl, dann ist es wenigstens weg. Weil wenn ich jetzt jedes Mal zu der Pizza einen Schluck davon nehme, muss ich, glaube ich, brechen. Also breche ich nur einmal, indem ich es ganz trinke. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Es ist abartig. Nie wieder Shinro, nie wieder Strawberry.